Die EU-Kommission sieht bei mehreren EU-Mitgliedsländern massive Probleme bei der Rechtsstaatlichkeit. Sie hat heute erstmals einen Bericht vorgelegt, in dem in allen 27 Mitgliedstaaten vor allem die Bereiche Justiz, Korruptionsbekämpfung und Pressefreiheit untersucht wurden. Besonders Polen und Ungarn wird darin ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Sie hat sich schon vorab unbeliebt gemacht bei Viktor Orbán, EU-Kommissarin Jourova. Als so wörtlich kranke Demokratie hat sie Ungarn bezeichnet und auch ihr heutiger Rechtsstaatstüff kritisiert scharf. Unabhängige Medien würden in Ungarn behindert, Korruption in höchsten Kreisen nicht entschlossen verfolgt. Es sei Zeit für klare Worte, findet die Frau aus Tschechien. Europas Steuerzahler wollen kein Geld an Länder geben, wo es keine Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gibt. Die sind wichtig, um ihr Geld zu schützen. In ihrem Bericht hat die EU vor allem Unabhängigkeit der Justiz, Kampf gegen Korruption und Pressefreiheit beleuchtet. Neben Ungarn fallen dabei Polen, Bulgarien, Rumänien, Malta und die Slowakei mehrfach negativ auf. Auch Kroatien oder Tschechien werden deutlich kritisiert. Aber haben so schlechte Zeugnisse auch irgendwann Folgen für Budapest oder Warschau? Der öffentliche Druck, ihnen Fördergelder zu streichen, ist groß. Doch Viktor Orbán und sein Kollege aus Polen drohten in dem Fall bereits mit einem Veto für den EU-Haushalt und den Corona-Hilfsfonds. Um eine Blockade zu vermeiden, hat die deutsche Ratspräsidentschaft heute nun einen Kompromiss auf den Weg gebracht. Gelder gekürzt würden demnach nicht mehr grundsätzlich, wenn der Rechtsstaat in Gefahr ist, sondern nur noch, wenn dadurch nachweislich EU-Geld verschwendet wird. Also es wird mit diesem Mechanismus, so wie er jetzt von den Deutschen vorgeschlagen wurde, niemals zu einer Sanktion kommen. Damit haben wir im besten Fall ein weiteres wirkloses Instrument, das nie zur Anwendung kommen wird. Verschärft werden kann der Vorschlag jetzt nur noch vom Europaparlament, mit dem nun Verhandlungen beginnen. Doch der Druck ist groß auf die Abgeordneten, dem Mechanismus zuzustimmen. Manche von ihnen berichten, Deutschland verhandle mit vorgehaltener Pistole und stelle sie vor die Wahl. Entweder ihr sagt ja, oder ihr riskiert den milliardenschweren Corona-Hilfsfonds. Und das, wo die EU sonst gern beschwört, wie wichtig Werte, Recht und Gesetz sind.